Schönen guten Morgen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zum Gottesdienst hier in der selbstständigen evangelisch-reformierten Kirche. Wir begrüßen auch besonders die Gäste unter uns, die vielleicht nur oder vor allem gekommen sind als Begleitung und zur Taufe und Aufnahme von Familie Rotfuß hier in unserer Gemeinde. Da sind wir auch schon ein bisschen bei dem Dilemma. Die Familie Rotfuß, um die es geht, die sind noch auf der Autobahn. Deshalb sind wir heute ausnahmsweise auch ein paar Minuten später dran und versuchen, vielleicht alles halb so schnell zu machen, halb so schnell zu singen. Nein, natürlich nicht. Die Taufe findet ja dann nach der Predigt statt. Und ich habe gehört, dass Sie jetzt, so Gott will, in den nächsten 10 Minuten auch eintreffen werden. Wir feiern heute gemeinsam dann auch das Herrnmahl. Herrnmahl feiern wir nach unserer Praxis die Mitglieder der Gemeinde und die Gäste, die zugelassen sind durch ein Gespräch, das wir mit Ihnen vorher führen konnten. Und dann darf ich auch recht herzlich einladen zu einem gemeinsamen Mittagessen. Wer bleiben kann, ob er etwas mitgebracht hat oder nicht, ist gerne eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst in dem Saal daneben werden wir ein bisschen umbauen und dann können wir uns kennenlernen und uns freuen über die guten Gaben. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass der Sonntag ein Ruhetag ist für die Christenheit, ein Tag, an dem wir nicht arbeiten, an dem wir nicht zum Markt gehen, an dem wir keinen Handel treiben. Das geht natürlich zurück auf die 10 Gebote. Aber die Alten nannten interessanterweise den Sonntag, den christlichen Sabbat, den Markttag der Seele, weil da unsere Seele nämlich einkaufen geht beim Herrn, im Evangelium, weil unsere Seele da gesättigt wird und gespeist wird, weil wir da einkaufen, sogar ohne Geld, wie wir es auch gleich hören, im Ruf zur Anbetung. Und so wollen wir uns freuen über diesen Sabbattag, über diesen Sonntag, den wir miteinander feiern und wo wir unseren Herrn miteinander loben können. Und wir wollen uns einige Augenblicke vorbereiten auf diesen Gottesdienst. Wir wollen uns erheben. Und Gottes Ruf und Aufforderung zur Anbetung kommt heute aus dem Buch der Offenbarung. Da spricht unser Herr Jesus Christus: Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieser Einladung oder dieser Aufforderung wollen wir folgen. Wir wollen diesen Gott anbeten und wir bekennen gemeinsam: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen gemeinsam zum Lob Gottes singen aus dem Psalter, das ist das graue Büchlein, worin die Psalmen vertont sind. Wir singen Psalm 121, Strophe 1, 2 und 4. Also die ersten beiden und die letzte Strophe, Psalm 121. Yeah.
Großer und gewaltiger Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, du König der Ewigkeit, der unvergänglich ist und unsichtbar ist und allein weise ist, der die Welt aus dem Nichts hervorgerufen hat durch dein mächtiges Wort, und der du deinen Sohn gesandt hast aus Barmherzigkeit mit uns, mit verlorenen Sündern, den Herrn Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, der die Ausstrahlung deiner Herrlichkeit ist, der Ausdruck deines Wesens, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, in dem alles erschaffen worden ist, was im Himmel, was auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm und er trägt alles durch sein allmächtiges Wort. Und er ist auch das Haupt des Leibes, seiner Gemeinde, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und der sich selbst, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat, um so viel erhabener geworden ist als selbst die Engel. Der uns nicht allein zurückgelassen hat bei seiner Himmelfahrt, sondern uns den Heiligen Geist gesandt hat, als unseren Beistand, unseren Tröster vom Vater und vom Sohn gesandt zu unserem Heil. Und der gekommen ist, um bei uns zu sein, um unser Tröster zu sein und uns und die ganze Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht zu überführen. Und Herr, in seinem Licht und durch sein Wirken erkennen wir unsere Schuld, unsere Sünde. Wir können sie nicht übersehen, wir können sie nicht wegreden, sie steht uns deutlich vor Augen. Und wir bekennen dir, Herr, dass wir bundesbrüchig geworden sind, dass wir dein Gesetz gebrochen, dass wir dein Gesetz übertreten haben, dass wir deine Gnade gebraucht haben als Entschuldigung oder als Deckmantel für unsere Sünde. Herr, vergib uns diese große Schuld. Heiliger Geist, komm und erfrische uns im Glauben, erneuere uns die Freude über dein Heil und leite uns in alle Wahrheit und im Gehorsam gegen Gott und gegen sein Wort und sein Gebot. Vater, Sohn und Heiliger Geist, gepriesen sei dein Name, der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist alle Weisheit und alle Macht. Die Himmel preisen dich, preisen deinen Namen. Und so empfange unser Lob, unseren Gottesdienst, bedecke alles, was unzulänglich ist, durch Christus, unseren Herrn und unseren Mittler, in dessen Namen wir kommen. Amen. Wir nehmen Platz. Wir wollen den Herrn weiter loben. Wir singen dazu aus dem Gesangbuch, aus dem Ordner. Das Lied Nummer 22, sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte. Wir singen davon die Strophen 1 bis 3 und 5. Nummer 22, 1 bis 3 und die fünfte Strophe.
wollen uns erheben und bitten Gott um seine Hilfe, wenn wir gleich auf sein Wort hören und auf die Predigt. Wir wollen beten. Ewiger Gott, du hast in vergangenen Zeiten auf unterschiedliche und vielfältige Weise zu den Vätern geredet. Du hast gesprochen zu deinem Volk durch die Propheten. Und in den letzten Tagen hast du zu uns gesprochen durch deinen Sohn, das Wort, das Fleisch geworden ist. Und wir beten, Herr, dass du meinen Mund, den Mund deines Dieners öffnen mögest, gebrauchen mögest als ein Sprachrohr für dich, dein Wort in der Kraft und in der Klarheit, in der Vollmacht des Heiligen Geistes zu verkündigen. Und wir beten, dass derselbe Heilige Geist auch uns allen als Zuhörer dein Wort aufschließen und eröffnen möge, dass wir bereit sind, dass wir hungrig sind, dein Wort zu hören, dass wir dein heiliges Evangelium auch hören und empfangen und glauben und dass du dein Gesetz auf unsere Herzen schreiben mögest, wie du es versprochen und verheißen hast, damit wir darauf vertrauen, damit wir danach leben. Dies alles bitten wir, gnädiger Gott, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Und wir wollen miteinander aufschlagen zum ersten Buch der Bibel, zum ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 1. Wir fahren heute fort mit unserer Predigtreihe über dieses Buch, die wir vor kurzem begonnen haben. Und wir schauen uns heute den zweiten Vers an, Vers 2. Ich lese aber die ersten beiden Verse. Hört das Wort Gottes. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Soweit das Wort Gottes, wir nehmen Platz. Der Kirchenvater Tertullian, einer der bekanntesten Kirchenväter, einer der frühesten, er schrieb im 2. Jahrhundert eine kleine und faszinierende Schrift über die Taufe. Und darin schreibt er, die christliche Taufe wurde nicht einfach so, mir nichts, dir nichts, im Neuen Testament irgendwo erfunden oder eingeführt. Sie geht auch nicht irgendwie ganz diffus zurück auf das Alte Testament, aber wie genau, weiß man nicht. Sie geht nicht einfach irgendwie zurück auf Abraham vielleicht, auf den Bund mit Abraham. Nein, Tertullian sagt, die christliche Taufe geht zurück bis auf den zweiten Vers der Bibel überhaupt, nämlich auf Genesis 1, Vers 2. Und damit ist er kein Außenseiter. Er ist nicht allein, viele Kirchenväter haben das so verstanden, viele Theologen seither der christlichen Kirche haben das so verstanden. Und die Frage ist natürlich, wie kommen sie darauf? Woher oder wieso haben diese Theologen, Kirchenväter in diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, etwas gesehen, etwas gelesen, etwas erkannt, was die Christenheit von heute weitestgehend nicht mehr erkennt? Ein Zusammenhang. Die Frage ist natürlich besonders passend und besonders spannend, weil wir nachher, so Gott will und sie auch kommen, die Taufe von Joel und Grace haben werden, worüber wir uns sehr freuen. Und ich denke, die Kirchenväter haben etwas gewusst, sie haben etwas ganz Wichtiges gewusst, bei allem, was vielleicht auch problematisch war in ihrer Theologie, und da gibt es problematische Punkte. Für sie war das klar, was ich auch am Anfang der Predigtreihe über dieses erste Buch der Bibel gestellt habe, als ein wichtiges Prinzip für unser Verständnis der Genesis. Nämlich, dass die allererste Schöpfung, von der hier die Rede ist, in diesen Versen, in diesen Kapiteln, dass diese erste Schöpfung kein Selbstzweck war, keine Endstation von dem, was Gott vorhatte. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass wir in der Genesis den Bericht haben von der ersten Schöpfung Gottes. Das war der ursprüngliche Plan, der einzige Plan Gottes zunächst. Und dann ist aber etwas passiert im Sündenfall Adams und Evas.
Und die Schöpfung ist förmlich auseinandergefallen. Gott hat sich dann hingesetzt und eine Lösung ausgedacht. Und so kam er auf die Idee, eine Erlösung zu schaffen, eine neue Welt, eine neue Schöpfung zu schaffen eines Tages, neues Leben zu schaffen. Nein, das ist nicht die Botschaft von der Bibel, das ist nicht die Botschaft der Genesis. Wenn wir die Botschaft der ganzen Bibel vor Augen haben, dann sehen wir, dass die Schöpfung von Anfang an nur eines war, nämlich eine Durchgangsstation. Dass sie von Anfang an ein Bild war, ein Abbild, ein Schatten dessen, was noch kommen wird. Eine unvollkommene Version, ein Abklatsch, wenn wir so wollen, von der vollendeten Schöpfung, von der neuen Erde, dem neuen Himmel, den Gott von Anfang an ans Licht bringen wollte. Adams Leben im Paradies, so schön es war, so wunderbar wir uns das ausmalen können, auch vor dem Sündenfall, besonders vor dem Sündenfall, doch dieses wunderbare paradiesische Leben war nur ein Bild, war nur ein Abbild, nur ein Bild der kommenden, der zukünftigen Herrlichkeit, die ihm selber versprochen war. Gott hatte niemals vor, dass Adam einfach immer weiter lebt in diesem Garten Eden. Es war nicht der Endzustand. Und wenn wir das kapiert haben, haben wir etwas ganz Wichtiges kapiert über dieses erste Buch der Bibel, nämlich dass die Genesis so viel mehr ist als einfach nur ein Bericht darüber, wie Gott die Dinge am Anfang gemacht hat. Genesis lässt auch neben dem Anfang schon das Ende aufblitzen. Immer wieder. Das werden wir immer wieder sehen. Das Ziel, die Vollendung von allen Dingen. Und die ganze Geschichte dazwischen, die ganze Heilsgeschichte dazwischen, zwischen diesen Stationen. Ich denke, so verstehen wir auch, so verstehen wir ein bisschen mehr vielleicht, wie die Kirchenväter in diesem Vers 2, im Wasser von Vers 2, schon die Taufe angedeutet gesehen haben. Oder wie ein zeitgenössischer Autor sagen kann, das Wasser der Taufe ist das Wasser der neuen Schöpfung. Und diese neue Schöpfung wird in Genesis 1, Vers 2 schon angedeutet. Vielleicht sogar mehr als nur angedeutet. Letzte Woche haben wir gehört aus Vers 1, dass Gott schon vor der Schöpfung war, dass er die Schöpfung aus dem Nichts geschaffen hat, aus dem Nichts hervorgerufen hat und dass Gott selber so allen Dingen, dem Sichtbaren, dem Unsichtbaren, allen Dingen einen absoluten Anfang gesetzt hat. Gott selber hat das getan. Wir haben gehört, wie dieser Vers 1 gerade keine Überschrift ist über den eigentlichen Schöpfungsbericht, sondern er selber beschreibt schon den ersten Schöpfungsakt Gottes, dass Gott die Himmel und die Erde gemacht hat, die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt. Und heute wenden wir uns diesen zweiten Vers zu. Ab nächster Woche geht es dann nicht mehr Vers für Vers, da geht es dann in größeren Abschnitten durch die Genesis. Aber in diesem zweiten Vers lernen wir nochmal ganz wichtige Grundlagen für das Werk der Schöpfung, der ersten Schöpfung und für das Werk der neuen Schöpfung und damit auch der Erlösung. Und zwei Dinge wollen wir uns anschauen aus diesem Vers. Zwei Dinge hören wir hier. Zuerst das Chaos der anfänglichen Schöpfung und zweitens hören wir von dem Wirken, von dem kreativen Wirken des Geistes. Des Geistes Gottes. Zuerst also das Chaos der Schöpfung. Wir lesen zuerst hier in diesem Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer. In diesem Vers sind wir in der Situation, dass Gott schon geschaffen hat, dass er das Universum schon ins Leben, in die Existenz gerufen hat, gesprochen hat. Dass die sichtbare Welt und die Welt der Geister, die unsichtbare Welt, dass sie alle schon existieren. Gott hat alles ins Leben gerufen durch sein Wort. Psalm 33 heißt es, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Und als Resultat finden wir das, was wir hier in Vers 2 lesen. Eine Erde, die zunächst wüst
und leer ist. Auf Hebräisch heißt es Tohu Wabohu. So ist die Erde zunächst. Übrigens steht hier nicht, manchmal ist wichtig, dass man hört, was hier nicht steht. Hier steht nicht, die Erde wurde mit der Zeit wüst und leer. Das lesen hier viele Bibelleser. Das lesen viele Bibelleser hier hinein. In diesen Vers ist in der Meinung, dass es vielleicht in der Genesis sonst um einen historischen, lückenlosen Bericht geht. Die Generationen von Menschen, die können wir zusammenrechnen. Wir können sozusagen das Alter der Erde berechnen, wenn wir da alles zusammennehmen und kommen auf eine sehr junge Erde. Und es gibt viele, die sind nicht zufrieden damit. Die wollen das nicht. Die finden, das steht nicht im Einklang mit dem Kanon von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben. Und dann sagen sie, gut, es gibt eine andere Lösung. Vielleicht müssen wir das so verstehen, dass zwischen Vers 1 und Vers 2 von Genesis 1 eine Lücke ist. Eine Lücke, in die vielleicht ein paar tausend Jahre oder ein paar Millionen Jahre hineinpassen. Und einiges ist vielleicht dazwischen passiert in dieser Lücke. Da ist vielleicht die ursprünglich gute Erde schon verfallen. Es gab vielleicht in dieser Zeit auch etwas, das sagen viele, eine Rebellion im Himmel, wo zum Beispiel der Luzifer, der Satan, oder der Luzifer zum Satan wurde und so aus dem Himmel hinausgeworfen wurde. Und dass deshalb auch durch diese Rebellion im Himmel letztlich die ganze Schöpfung zerfallen ist, bis zu diesem Zustand in Vers 2 jetzt, dass die Erde jetzt mittlerweile wüst und leer ist. Diese Sicht finden wir weder hier in Vers 1 und 2 noch sonst irgendwo in der Bibel. Bei all dem, was wir lesen über die Schöpfung in der ganzen Bibel, finden wir keinerlei Anhaltspunkt. Natürlich wissen wir nichts darüber, wie lange die Erde in diesem Zustand war. Tohu Wabohu war, das wissen wir nicht. Bis Gott dann gesprochen hat wieder in Vers 3 und geordnet hat. Aber es gibt keinen Grund, irgendwelche Dinge hier zwischen diese Verse hinein zu interpretieren oder zwischen den Zeilen zu lesen. Was ist wirklich die Botschaft von diesem Vers, von dieser ersten Hälfte? Das sehen wir dann, wenn wir die Kontraste, die absoluten Gegensätze, die Kontraste sehen, die hier der Schreiber so kunstvoll eigentlich für uns gestaltet und beschreibt. Die Erde, die sichtbare Welt, die Gott geschaffen hat, ist zunächst ein Tohuwabohu. Ein Autor hat gesagt, das totale Chaos. Und wir wissen alle, Chaos ist das absolute Gegenteil von Kosmos. Chaos ist das Gegenteil von Kosmos. Kosmos ist die gut geordnete Welt, die gut geschaffene Welt, die ausgeschmückte, ausgestaltete Welt, die einen Lebensraum bietet für die Geschöpfe Gottes, für die Tiere, für die Pflanzen, für den Mensch, die sogar eine Wohnstätte bietet für Gott selbst unter seinem Volk. Aber Chaos ist genau das Gegenteil. Es ist die Unbewohnbare. Die lebensbedrohliche, feindliche Welt, wo nichts wächst, nichts gedeiht, nichts lebt, außer dem Tod. Die Erde ist wüst, heißt es hier, die Erde ist eine Wüste. Dieser Begriff kommt auch nicht von ungefähr. Wir haben gehört immer wieder, dass Mose diese Zeilen schreibt, wahrscheinlich als das Volk Israel unterwegs war. Und unterwegs wo? In der Wüste. Auf der Wüstenwanderung, hinaus aus Ägypten, aus der Gefangenschaft und jetzt unterwegs durch die Wüste. Die wussten, was Tohuwabohu ist, die Israeliten. Die wussten, wie gefährlich, wie lebensbedrohlich, wie lebensfeindlich das ist. Gibt es einen größeren Kontrast zwischen dieser Wüste und dem, was wir dann ein paar Zeilen später lesen werden, von dem Grünen, paradiesischen Garten Eden, in dem alles wächst und gedeiht. Die Oase mitten in den Wüstenländern, das war ja der Garten Eden. Die Erde ist leer, heißt es hier. Gibt es einen größeren Kontrast zwischen einer leeren Erde und dem vollen Paradies? Garten Eden. Wo Pflanzen sind, wo Tiere sind in aller Art, wo der Mensch sein wird, wo sogar Gott gegenwärtig sein wird.
Und es lag Finsternis auf der Tiefe, auch das müssen wir begreifen und verstehen, im Kontrast zu dem, was Gott dann als nächstes schaffen wird. Am ersten Tag, am ersten Schöpfungstag, wo er was erschafft. Das Licht. Die Finsternis ist widrig, die Finsternis ist feindlich, sie ist lebensunfreundlich, aber das Licht dient dem Leben, das Licht lässt Leben zu. Und jeder Hebräer wusste, das Licht steht für Gott. Gott ist Licht. In Gott ist keine Finsternis. Finsternis steht für den Tod, für das Tal der Todesschatten, für das Gericht, für das Grab. Und war es nicht eine der Plagen, die Mose ja gerade noch vollstreckt hat über den Pharao und die Ägypter, bevor die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten? War es nicht gerade eine der Plagen, dass Finsternis über das Land kam für 3 Tage? Die einzigen, die Licht hatten bei sich, wenn man den Bericht liest, waren die Israeliten. Die anderen waren in Finsternis. Und war es nicht vielleicht die Plage schlechthin, die Plage oder das Gericht über die Israeliten schlechthin, über das Volk der Juden, das beim Tod Jesu am Kreuz, mitten am helllichten Tag, wieder Finsternis über das Land kam für 3 Stunden. Finsternis ist der Zorn Gottes, Finsternis ist Gericht und Gottverlassenheit. Ein weiteres Element, ein weiteres bedrohliches Element aus dieser Beschreibung ist die Tiefe. Finsternis lag auf der Tiefe. Mit der Tiefe ist das tiefe Wasser gemeint, das von ganz unten irgendwoher, keiner weiß so richtig woher, kommt. Das Wasser und die Tiefe sind hier gleichbedeutend, sind hier Synonyme. Das Wasser kommt aus der Tiefe, quillt aus der Tiefe hervor. Und die Israeliten dachten damals, und nicht zu Unrecht, dass das Wasser jederzeit aus der Erde hervorbrechen kann und die Menschen bedrohen kann. Selbst mitten in der Wüste ist das passiert, dass plötzlich Sturzfluten sich ihren Weg gebahnt haben und Menschen vernichtet haben. Der Regen ist gut, Regen ist absolut notwendig in der Wüste, das wusste jeder Israelit damals, aber das Wasser der Tiefe, das ist gefährlich, das ist lebensbedrohlich. Das ist ein gefährliches, ein nasses Grab. Eine Wüste, eine unfruchtbare, eine unwirtliche Erde, leer und chaotisch, von oben Finsternis, von unten die Wassermassen, das ist das Bild, das uns hier beschrieben wird. Das ist die Situation, die hier beschrieben wird. Und die Botschaft dieser chaotischen Schöpfung am Anfang, denke ich, ist ganz klar und deutlich. So ist die Welt, wenn Gott nicht eingreift und ordnet und Leben möglich macht. Wenn er nicht die Wassermassen begrenzt, eingrenzt, in Schach hält, sodass sie nicht alles unter sich begraben, wenn er nicht den Wassern eine Grenze setzt, wie es in Psalm 104 heißt, dann gibt es kein Leben. Wenn er nicht die Finsternis zurückdrängt, dann gibt es kein Licht und kein Leben. Aber meine Lieben, es geht hier nicht allein um eine bedrohliche Schöpfung, in diesem Vers, eine bedrohliche Natur, Naturgewalt. Es geht hier um einen bedrohlichen Gott. Es ist ganz klar, dass die Finsternis, die Wassermassen, dass all diese Bedrohungen, von denen wir hier hören, für die Menschen, dass all das nicht das Schaffen eines Gegengottes ist. Da gibt es, wie manche sich das ja so vorstellen, manche Völker, manche Religionen denken das und glauben das bis heute und haben es damals geglaubt, zur Zeit des Mose. Da gibt es den guten Schöpfergott, der die guten Dinge gemacht hat, die Welt gut gemacht. Dann gibt es aber auch noch den bösen Gegengott, der verantwortlich ist für all diese Gefahren, für den Tod, für die Bedrohung der Menschheit. Und beide stehen in einem immerwährenden Kampf und es ist noch nicht richtig klar, noch nicht raus, wer am Ende gewinnen wird. Das ist nicht das Bild, was wir hier finden. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Selbst die finsteren Kräfte sind Gott untergeordnet und dienen Gott. Gott gebraucht sie. Und wozu? All diese düsteren Bilder hier sind Bilder des Gerichts. So haben das ohne jeden Zweifel die Juden zur Zeit des Mose verstanden. Als Bilder des Gerichtes. Die wüste Erde, die Finsternis, die Bedrohung durch die Wasserfluten, all das sind Bilder des Todes, Bilder des Gerichts.
Wie haben es die Israeliten gesungen in dem Lied des Mose in Exodus 15, das sie gesungen haben, direkt auf dem Auszug aus Ägypten haben sie dieses Lied gesungen. Sie loben Gott, wie er sein scharfes, sein gerechtes Gericht vollzogen hat an den Ägyptern. Und was singen sie? Ich zitiere: Durch den Hauch deines Zornes türmte das Wasser sich auf, es standen die Wogen wie ein Damm, die Wasserfluten sind das Gericht Gottes. Und der Prophet Jeremia, als er einmal vom Gericht spricht, vom Gericht Gottes, das Gott selber üben wird und vollstrecken wird an seinem Volk, weil es nicht glaubt, verklagt Jeremia bitterlich in Jeremia Kapitel 4 und sagt: Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Tohu wabohu steht hier. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Finsternis. Das ist das Gericht Gottes. Und das ist die Bedrohung für das Volk Gottes, das den Bund mit Gott bricht. Das ist ein Unglauben. Tohu wabohu, Finsternis, die Finsternis der Gottverlassenheit, die Finsternis des Gerichtes, die Wasserfluten des Gerichtes. Ich habe es eben schon erwähnt, ich habe die Predigt begonnen damit, wie einige Kirchenväter hier in diesem Vers 2, im Wasser von Vers 2, die Taufe schon angedeutet gesehen haben. Woher haben sie das? Ich denke, es ist gar nicht so weit hergeholt, wie wir manchmal denken. Was ist denn die Taufe? Was ist die Taufe nach dem Neuen Testament? Nach dem Neuen Testament hat die Taufe zwei Blickrichtungen, zwei Aspekte. Sie ist ein Segen, ein großer, wichtiger Segen für alle, die glauben. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen im zweiten Punkt. Aber die Taufe ist dann noch etwas anders, ohne jeden Zweifel. Die Taufe ist auch eine Bedrohung im Neuen Testament. Die Taufe ist sogar ein Fluch, nämlich für die getauft sind, aber niemals glauben. Das ist doch das, was Petrus schreibt und sagt im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, da sagt er, die erste Taufe überhaupt in der ganzen Bibel, die erste Taufe überhaupt war die Sintflut. Als sich die Tiefen der Erde geöffnet haben, als die Fluten aus den Tiefen hervorgesprudelt und hervorgetreten sind. Petrus redet von denen, Zitat, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einst zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser. Das heißt, die nicht geglaubt haben, was ist mit denen passiert? Zur Zeit Noahs. Sie wurden getauft. Und was bedeutet das? Sie sind regelrecht abgesoffen. Sie sind gestorben in dieser Taufe, in diesen Fluten. Das ist auch genau dasselbe, was der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Was sagt er? Die zweite Taufe, was war denn die zweite Taufe in der Bibel? Die zweite Taufe war der Exodus, der Auszug aus Ägypten, weg von Ägypten und durch das Rote Meer hindurch, durch die Fluten des Roten Meers hindurch. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Was ist mit den Ungläubigen passiert, mit den ungläubigen Ägyptern? Was ist mit ihnen passiert? Sie wurden auch getauft. Und was bedeutet das? Auch sie sind abgesoffen, sind gestorben unter dem Gericht der Fluten. Das heißt, das Neue Testament selbst, das ist nicht meine Idee, das ist nicht weit hergeholt, das ist keine Fantasie, das Neue Testament selbst verbindet die Taufe, die christliche Taufe mit der Sintflut, mit den Sintfluten, von denen wir hören im Alten Testament, mit den Fluten des Gerichts. Was war die Sintflut?
wenn nicht eine Zerstörung der ersten Schöpfung im Gericht? Das war sie doch, oder nicht? Durch die Sintflut ist die Schöpfung wieder was geworden? Sie ist wieder Tohu Wabohu geworden. Zurückgefallen zu einer wüsten Erde, einer leeren Erde, über der die Finsternis lag, auf der die Wassermassen lagen, wie es hier in Vers 2 berichtet wird. Und das ist die Verbindung, die negative Verbindung natürlich zwischen der Taufe und den Wassern von Genesis 1 und 2. Das ist die Bedeutung der Erde als Tohu Wabohu. Es ist ein Gericht Gottes. Aber Gott sei Dank, ich hoffe, darauf warten wir alle, Gott sei Dank ist das nicht die einzige Botschaft von der Taufe, die einzige Botschaft von diesem Vers, die Bedrohung oder das Gericht. Wir finden hier dann auch eine wunderbare, sehr positive Beschreibung, nämlich die Beschreibung vom schöpferischen, vom kreativen Wirken des Geistes Gottes. Das ist mein zweiter Punkt. Wir lesen weiter. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das müssen wir natürlich fragen, um wen es hier geht. Wer ist dieser Geist, Geist Gottes? Wer ist der Ruach Elohim, wie es hier heißt im Hebräischen? Wer ist das eigentlich? Um wen geht es? Viele Ausleger sagen mit viel Überzeugung, dass Ruach ja auch bedeutet Wind, und es geht hier ganz sicher um einen Wind. Ein Ausleger, Gerd von Rath, ein Alttestamentler, er spricht von einem Gottessturm. Er meint einen Sturm von gigantischen Ausmaßen, einen heißen Sturm, den Gott sozusagen über die Wasser hat fegen lassen, damit sie verdunsten und damit dann in Folge das Land, das Trockene, zum Vorschein kommt. Manche Ausleger sind der Meinung, in diesem Vers 2 geht es ja nur um so negative und bedrohliche Dinge. Da kann nicht plötzlich einfach sozusagen der Geist Gottes in einer Reihe auch erwähnt werden. Der Geist Gottes ist ja keine Bedrohung. Natürlich stimmt das. Ruach kann auch mit Wind übersetzt werden. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Bibel von dem Geist in Bezug auf die Schöpfung spricht, dann wird es ja schnell eine ganz andere Bedeutung deutlich. Wir haben schon gehört von Psalm 33, wo es heißt, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und der ganze Heer durch den Hauch seines Mundes, durch den Ruach seines Mundes. Und im Buch Hiob lesen wir, durch seinen Hauch, durch seinen Ruach wird der Himmel klar, das heißt, die Finsternis flieht durch den Ruach Gottes. Und in dem so wichtigen Psalm oder Schöpfungspsalm, Psalm 104, da lesen wir, sendest du deinen Odem, deinen Ruach aus, so werden sie, also alle Geschöpfe, erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Das ist die Aufgabe des Geistes Gottes. Nicht von irgendeinem Monstersturm. Das ist der Geist Gottes, der die Gestalt der Erde erneuert. Leben schafft. Das heißt, es geht um nichts und niemand anderes als um den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Immer wieder werden wir sehen, wie Gott, Elohim, sein Wort und sein Geist zusammen tätig sind, zusammen wirken in der Schöpfung, im Akt der Schöpfung. Zumindest so, wenn wir die Schöpfung verstehen, wie sie das Neue Testament beschreibt und versteht. Besonders deutlich natürlich bei der Erschaffung des Menschen, oder nicht? Wo wir lesen, wo wir hören, wie Gott spricht, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Da spricht Gott nicht zu dem Sturm, nicht zu der heißen Luft, da spricht Gott zu dem Wort, seinem Sohn, und zu dem Geist. Und es wird nochmal deutlicher, wenn wir uns anschauen, was dieser Geist hier tut. Was tut er hier? Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Auch hier gibt es viele, viele Spekulationen, was das bedeuten kann. Tatsache ist, dass dieses Wörtchen schweben nur noch einmal vorkommt in den fünf Büchern Mose, nämlich
in dem Lied des Mose, das wir gerade schon gehört haben. Das gesungen wurde, wie gesagt, nach dem Exodus, oder dass das Volk gesungen hat auf dem Exodus. Das ist, wie gesagt, ein Lied von der Befreiung Gottes aus Ägypten. Und darin singen sie, die Israeliten, wie Gott sein Volk, wie Gott Jakob beschützt hat im Exodus. Und das heißt dort, er, Gott, umgab ihn, also sein Volk, Jakob, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, das ist das Wort. Wie er seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. So ist Gott. Über seinem Volk wie ein Vogel. Wie ein Vogel, der über seiner Brut schwebt, mit ausgebreiteten Flügeln, um sie zu beschützen. So ist der Bundesgott mit seinem Bundesvolk. So geht er mit seinem Volk um. So schwebt er über seinem Volk. So haben die Israeliten das verstanden und bekannt und besungen in diesem Lied. Und das ist das Bild, was hier das Wirken des Geistes Gottes am Anfang der Schöpfung beschreibt. Über der Wüste, über der Finsternis, über den Wassern. Und um wirklich jeden Zweifel zu nehmen, dass das wirklich das Bild ist und der Vergleich ist, lesen wir in diesem Lied des Mose, Gott hat sein Volk Jakob, heißt es dort, ich zitiere, er hat sein Volk in der Wüste gefunden, in der Öde, hebräisch im Tohu Wabohu, hat er sein Volk gefunden. Die Wüstenwanderung war eine Wanderung durch das Tohu Wabohu für die Israeliten. Und mittendrin ist Gott bei ihnen gewesen, ist Gott über ihnen geschwebt wie ein Vogel, der seine Flügel ausgebreitet hat, der über sie gewacht hat, sie beschützt hat, der sie am Leben erhalten hat in der Wüste. Und genauso, meine Lieben, schwebt hier der Geist Gottes über dem Wasser. Ich denke, das ist spannend. An der allerersten Stelle in der ganzen Bibel, wo die Rede ist vom Geist, vom Heiligen Geist, wird er uns schon vorgestellt im Bild eines Vogels, der flattert oder der besser brütet, der etwas ausbrütet, wenn wir so wollen. Etwas, das zunächst noch völlig leblos ist, völlig ohne Leben zu sein scheint, brütet er aus und stiftet Leben. Der Geist Gottes muss brüten über den tosenden Wassermassen, bevor überhaupt irgendetwas Lebendiges hervorkommt und möglich ist. Sicher kein Zufall, dass uns dann auch später derselbe Geist begegnet, immer wieder in der Form eines Vogels, in der Form einer Taube zum Beispiel. Es ist kein Zufall, sondern der Heilige Geist offenbart sich so in seinem Wort, im Wort der Bibel, in der Form eines brütenden Vogels, weil es etwas Wichtiges und Wesentliches aussagt über den Heiligen Geist, wer er ist und was er tut und wie er wirkt. Nämlich, dass er Leben schenkt, dass er Leben spendet. Oder wie es im nizänischen Glaubensbekenntnis heißt, dass die Christenheit bekennt, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Das ist der Heilige Geist. Er ist der Lebendigmacher, der Lebensstifter. Wie ein Vogel eben, der brütet über dem, was anscheinend noch völlig ohne Leben ist. Der Geist ist der Lebensspender. Aber auch hier erkennen wir viel zu wenig, nicht annähernd genug, wenn wir bei der ersten Schöpfung stehen bleiben. Das Brüten des Geistes Gottes taucht dann wieder auf in allen möglichen Schlüsselstellen der Geschichte Gottes mit den Menschen oder mit der ganzen Schöpfung sogar. Es taucht doch immer wieder auf, oder nicht? Es begegnet uns bei der Sintflut. Die Sintflut, dieser Rückfall ins Tohu Wabohu als Gericht. Wie kann aus diesem Tohu Wabohu, aus diesem zweiten Tohu Wabohu, wie kann daraus überhaupt wieder Leben entstehen? Das ist doch die Frage, wenn man den Bericht liest oder nicht. In Genesis 8, Vers 1 lesen wir wie, da heißt es, Gott ließ einen Wind, Gott ließ seinen Ruach über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen und die Quellen der Tiefe verschlossen wurden.
ausgerechnet bei der Sintflut, wo diese Wassermassen über der Tiefe sind, wo alles Leben ausgelöscht wird, ausgerechnet da ist es eine Taube, die am Ende der Geschichte über die Wassermassen fliegt und die als einzige zurückkommt. Womit? Mit einem Ölbaumblatt im Schnabel. Und das ist ein Symbol für das neue Leben, das Gott jetzt gemacht hat. Das Leben wieder möglich ist auf der Erde. Wir haben gehört vom Exodus, wo Gott als Wolke der Herrlichkeit über seinem Volk brütet, wie ein Vogel, der seine Fittiche ausgestreckt hat. Der brütende Geist begegnet uns auch im Neuen Testament. Er begegnet uns da, wo Jesus Christus Fleisch wird, geboren wird, in die Welt eingeht, in die Schöpfung eingeht. Da spricht ein Engel zu Maria und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das ist eigentlich ein seltsames Bild, oder nicht? Der Heilige Geist wird über dich kommen, wie ein Vogel. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden, weil der Heilige Geist dieses Leben gestiftet hat, ausgebrütet hat, wenn wir so wollen. Der brütende Geist begegnet uns in der Taufe Jesu, wo der Heilige Geist auch wieder herunterkommt in Form eines Vogels, in Form der Taube, die über Jesus Christus schwebt. Und bei der Verklärung Jesu begegnet uns das wieder. Und natürlich am allerwichtigsten gewissermaßen bei Pfingsten, wo der Heilige Geist über die Menschen kommt und neues Leben schafft, im ganz großen Stil. Noch am Ende der Geschichte, am Ende der biblischen Geschichte, der Heilsgeschichte, erscheint der Heilige Geist in Form von 7 Geistern in der Offenbarung, Kapitel 5. Und da heißt es, diese 7 Geister Gottes sind die, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und wenn wir lesen, was diese 7 Geister tun, die tun nichts anderes, als das Werk Gottes zur Vollendung zu bringen, als die Schöpfung zur Vollendung zu bringen, die Schöpfung zu erneuern, sodass der auf dem Thron sitzt, am Ende sagen wird, siehe, ich mache alles neu. Durch den Geist mache ich alles neu. Das ist das Wirken des Geistes, der hier über den Wassern schwebt und brütet. Zuerst wunderbar sichtbar in der ersten Schöpfung am Anfang, aber dann immer wieder sichtbar durch die ganze Geschichte, durch die Heilsgeschichte hindurch, bis hin zur neuen Schöpfung, zur vollendeten Schöpfung, ist das sein Wirken. Ich habe die Predigt damit begonnen, damit, dass ich die Taufe verbunden habe mit diesem Vers 2, aber ich habe bisher nur einen Aspekt der Taufe genannt, den negativen Aspekt, nämlich das Gericht, die Bedrohung durch das Wasser für die, die nicht glauben, die den Bund mit Gott brechen. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, einen positiven Aspekt der Taufe, den wir auch schon hier sehen in diesem Vers, mit dem will ich schließen und gewissermaßen auch überleiten. Das ist eine Art Steilvorlage eigentlich zur Aufnahme und zur Taufe von der Familie Rotfuß, und das ist der Aspekt des neuen Lebens. Die Taufe steht ja für das neue Leben. Die Taufe steht für nichts anderes als die Wiedergeburt, das neue Leben, die ganze neue Schöpfung. Dafür steht die Taufe. Damit verbindet das Neue Testament die Taufe. Ganz konsequent. Da sagt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, von dem wir schon gehört haben, er sagt, ja, die erste Taufe war die Sintflut, als die Tiefen der Erde sich geöffnet haben und alles vernichtet haben im Gericht. Aber Petrus sagt ja noch mehr dort. Er sagt, dass die Taufe auch für das Evangelium steht. In der Arche damals wurden ja Menschen gerettet. Da wurden ja 8 Seelen gerettet. Es ist ja nicht nur die Rede von Verdammnis und Gericht bei der Sintflut. Es ist auch die Rede vom Evangelium, von der Erlösung, von der Errettung von Menschen. Sie wurden, sagt Petrus, hindurchgerettet durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Taufe rettet den, der glaubt, weil sie ihn neu macht. Zu einer neuen Schöpfung, zu einer neuen Kreatur.
Und das ist auch dasselbe, was Paulus sagt in der Stelle, die wir schon gehört haben, 1. Korinther 10. Da sagt er, ja, die zweite Taufe, das war auch ein Gericht. Das war das Gericht im Exodus, im Roten Meer, über die Ägypter. Die Ungläubigen sind gestorben. Aber das Volk Gottes, das der Verheißung Gottes geglaubt hat, dieses Volk wurde doch wunderbar gerettet. Es gibt keinen größeren Höhepunkt der Heilsgeschichte im Alten Testament als dieser Exodus für das Volk Gottes. Kein größeres Bild des Evangeliums. Auch das ist die Verheißung, die Bedeutung der Taufe. Liebe Gemeinde, wenn wir gleich Sammy und Bettina aufnehmen in unserer Gemeinde, die ja schon getauft sind, wenn wir sie aufnehmen durch ihr Glaubensbekenntnis, dann sehen wir da, dann ist uns das ein Zeichen, ein Symbol, ein sichtbarer Schritt, woran wir sehen, dass da zwei Menschen schon neu geworden sind durch den Glauben. Ein Bild für das Wirken des Geistes, das Brüten des Geistes, der euch Leben und Glauben geschenkt hat. Und das ist viel, viel Grund zum Lob und zum Dank für uns alle, für die ganze Gemeinde. Und wenn wir gleich danach dann Joel und Grace taufen werden, dann wollen wir uns auch da freuen darüber, dass Gott ihnen zusagt und zugesagt hat, dass er auch über ihnen schweben will. Ihr ganzes Leben lang, dass er auch über ihnen und bei ihnen Leben, neues Leben, geistliches Leben, Glauben ausbrüten will zu seiner Zeit. Was kann es für schönere Zusagen geben für uns als Volk Gottes, als seine Gemeinde, als diese Zusagen des Evangeliums, die Zusagen der Taufe und die Zusagen, die wir schon hier angedeutet finden oder vielleicht mehr als angedeutet in diesem zweiten Vers der Bibel. Amen. Wir wollen beten. Ja, unser Gott und Vater, wir loben dich und preisen dich, den dreimal einen Gott, der die Welt so wunderbar gemacht hat, aus dem Nichts, der sie so gemacht hat und tagtäglich erhält, dass nicht nur wir leben können auf dieser Erde, sondern auch so, dass du dort Wohnung genommen hast, mitten unter uns als Yahweh, als Gott des Bundes unter deinem Volk. Wir danken dir, dass die ganze Schöpfung vorwärts drängt nach der Neuschöpfung, nach der Vollendung aller Dinge, die in Jesus Christus schon begonnen hat. In ihm, dem Erstgeborenen, der neuen Schöpfung. In dem auch wir schon neu geworden sind, wenn wir glauben. Durch das Wirken, durch das Brüten des Heiligen Geistes. Wir danken dir für die Wiedergeburt zum Glauben, für das neue Leben, das du uns geschenkt hast, und wir strecken uns aus nach der neuen Erde, nach dem neuen Himmel, wo endlich Gerechtigkeit wohnen wird, ja, wo du wohnst, wo wir wohnen werden in ungetrübter Gemeinschaft mit dir und mit allen Heiligen und Engeln. Und Herr, wir bitten dich, vollende dein Werk in uns, dass wir dich bald sehen werden und eingehen in deine Herrlichkeit, und solange wir noch unterwegs sind auf dieser Erde, unterwegs sind in einer Schöpfung, die noch gezeichnet ist vom Sündenfall, bitten wir dich, dass du unseren Glauben erhältst durch dein Wort und auch durch die Sakramente, die wir gleich wieder miteinander feiern werden, als Zeichen deiner gnädigen Güte, als Zeichen deines Evangeliums. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen gemeinsam singen und antworten, indem wir das Lied Nummer 37 aus dem Liederbuch singen. Nummer 37, die Kirche steht gegründet. Wir singen da die Strophen 1, 2 und 4. Und auch das ist ein Lied, in dem wir über die neue Schöpfung singen, die besonders sichtbar und greifbar wird in der Kirche, in der Gemeinde Jesu Christi. Wir wollen uns erheben und singen dieses Lied Nummer 37. Thank you.
Wir hören als Regel für unser Leben als Gläubige, als Gemeinde, das Gesetz Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Amen. Wir wollen gemeinsam Fürbitte tun. Himmlischer Vater, dreimal heiliger Gott, wir danken dir für deine Gnade, in der du uns schenkst, dass wir Sonntag für Sonntag, auch an diesem Tag, die Verkündigung deines Wortes und die Austeilung der Sakramente erfahren dürfen. Ja, dass du verheißen hast, durch dein öffentlich von deinen Dienern gepredigtes Wort zu uns zu sprechen. Noch immer redest du, Herr, noch immer schenkst du Glauben und zerstörst die Werke des Teufels, der zuallererst Unglaube und Zweifel in unsere Herzen und Sinne säen will. Dafür danken wir dir und wir danken dir besonders für die Aufnahme und die Taufe der Familie Rotfuß in unsere Gemeinde an diesem Tag. Herr, leite du uns in deine Wahrheit, belehre du uns, wir, die wir gerecht sind und zugleich noch Sünder, bitten dich, hilf du uns, dich zu ehren, indem wir uns in aller Not, die uns begegnet, in der kommenden Woche auch wieder, sei sie persönlich oder familiär oder öffentlich, zu dir als dem Gott unseres Heils bekennen. Lass deine Kirche, auch unsere Gemeinde hier, die Serg in Heidelberg, nach deinen Verheißungen Licht und Salz in dieser Welt sein und ein Ort, an dem Sünder Liebe und Wahrheit finden. Leite du ihre Diener am Wort und ihre Ältesten. Herr unser Gott, wir bitten dich, dass deine Kirche an allen Orten, vor allem auch in Deutschland, wachse und du auch diese Woche deine erwählte Gemeinde durch deinen Geist und Wort zu dir versammelst, schützt und erhältst. Ja, tröste, ermutige und bestärke doch alle deine Kinder, die wegen ihres Glaubens leiden und verfolgt werden. Herr, wir bitten dich auch gemeinsam mit den Worten, die dein Sohn uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir kommen zur Aufnahme von Familie Rotfuß in die Gemeinde. Wir freuen uns, das ist immer ein großer und wunderbarer Moment, wenn man einen längeren Weg auch zusammen hinter sich gebracht hat, wo viele Fragen besprochen wurden und dann eine Familie oder Individuen bereit sind, den Schritt zu gehen, öffentlich Teil der Gemeinde zu werden. Wir freuen uns auch besonders, dass eure Kinder, Joel und Grace, die bisher nicht getauft waren, durch die Taufe dann auch sichtbar mit in die Gemeinde eingefügt werden und aufgenommen werden. Ich habe gehört, dass Grace und Joel ein bisschen Angst haben davor, dass sie möglicherweise hier ganz Körper untergetaucht werden. Das wird also nicht der Fall sein. Es gibt nur relativ wenig Wasser, aber in der vollen Bedeutung. Darf ich nach vorne bitten?
sein Weg ist auf der Flucht. Jetzt haben wir schon ein bisschen zu viel vom Wasser gesprochen. Jetzt muss die Kleine aufs Klo. Hier, wenn er zu meiner Rechten. Wie gesagt, es ist eine Freude für uns, für die ganze Gemeinde, und wir danken unserem Herrn Jesus Christus, dass er uns alle angenommen hat als seine Kinder. Wir verstehen das als Zeichen seiner Güte, seiner Gnade, dass er auch in euch den Wunsch erzeugt hat, sichtbar sich der Gemeinde anzuschließen, euren Glauben so zu bekennen und damit auch zum Herrnmal in unserer Mitte zugelassen zu werden. Ihr seid heute hierher gekommen, um öffentlich Bekenntnis eures Glaubens vor Gott und seiner heiligen Kirche abzulegen und dadurch den Zugang zum Mahl zu erhalten. Deshalb stellen wir euch vor der versammelten Gemeinde vier Fragen, die ihr aufrichtig und von Herzen beantworten sollt. Erstens, glaubst du von ganzem Herzen die Lehre des Wortes Gottes, wie sie im Bekenntnis dieser christlichen Kirche zusammengefasst und gelehrt wird? Versprichst du, so wahr der Gott helfe, im Leben und im Sterben unerschütterlich an dieser Lehre festzuhalten, sowie alle Irrlehren und alles, was dem Wort Gottes widerspricht, zurückzuweisen? Zweitens, erkennst du Gottes Bundesverheißungen an, wie wir in der Taufe dargestellt und versiegelt worden sind? Bist du bereit, dich vor Gott zu demütigen und zu erniedrigen angesichts deiner Sünden und das ewige Leben in Christus allein zu suchen, nicht bei dir selbst? Drittens, erklärst du deine Liebe zu Gott sowie den Herzenswunsch, ihm gemäß seinem Wort zu dienen, die Welt zu verleugnen, dein altes, sündhaftes Wesen zu kreuzigen? Und viertens, hast du den sicheren Entschluss gefasst, dein ganzes Leben als lebendiges Glied seiner Gemeinde in den Dienst des Herrn zu stellen? Versprichst du, dich bereitwillig in Ermahnungen und der Zucht der Kirche zu unterwerfen, sollte es geschehen, und Gott bewahre uns davor, dass du dich in Lehre oder Lebenswandel verfehlst? Dann antwortet, ja, so wahr mir Gott helfe. Sammy? Ja, so wahr mir Gott helfe. Ja. Dann hört auch folgendes Segenswort aus dem ersten Petrusbrief. Der Gott aller Gnade, aber der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Während wir auf eine kurze Erklärung hören, es ist unsere Überzeugung, dass die Sakramente, das ist keine magische Veranstaltung, sondern sie müssen gekoppelt sein mit Verständnis, dass wir verstehen, was wir tun und warum wir es tun. Deshalb, bevor wir zum eigentlichen Taufakt kommen, möchte ich kurz zusammenfassen und erklären, was die Lehre, die biblische Lehre, das biblische Verständnis von der Taufe ist. Nämlich verschiedene Dinge. Erstens, wir sind vom Wort Gottes her belehrt und überzeugt, dass unsere Kinder schon in Sünde empfangen sind und geboren sind. Darum lastet Gottes Zorn auf uns. Wir können nicht in das Reich Gottes kommen, es sei denn, wir werden von Neuem geboren, werden Teil der neuen Schöpfung. Durch das Besprengen mit Wasser wird uns zuallererst die Unreinheit unserer Seelen, unserer Herzen vor Augen gestellt, damit wir bereuen, damit wir uns demütigen vor Gott und die Reinigung und die Rettung, die wir so dringend brauchen, außerhalb von uns selbst suchen. Das ist das Erste. Zweitens,
Die Taufe bezeugt und versiegelt uns, dass unsere Sünden durch Jesus Christus auch tatsächlich abgewaschen sind, dass er das getan hat. Nach dem Befehl Christi werden wir getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was bedeutet das eigentlich? Wenn wir getauft werden auf den Namen des Vaters, dann bezeugt und besiegelt uns Gott, der Vater, dass er mit uns einen ewigen Bund, einen Bund der Gnade, geschlossen hat. Er nimmt uns an zu seinen Kindern, zu seinen Erben, und er wird uns unser ganzes Leben mit allem Guten versorgen, mit allem versorgen, was wir nötig haben, und wird alles Böse von uns fernhalten. Wenn wir getauft werden auf den Namen des Sohnes, bezeugt und besiegelt uns der Sohn, dass er uns mit seinem Blut von allen Sünden reinigt. Er macht uns eins mit sich, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung, mit dem neuen Leben, das er schon hat, sodass wir von unseren Sünden befreit sind und dass Gott uns ansieht in Jesus Christus als gerecht. Wenn wir getauft werden auf den Namen des Heiligen Geistes, bezeugt und besiegelt uns der Heilige Geist durch dieses Sakrament, dass er in uns wohnen, dass er uns zu lebendigen Gliedern Christi machen will, dass er uns das zueignet und schenkt, was wir in Christus haben, nämlich die Abwaschung von allen unseren Sünden, die tägliche Erneuerung unseres Lebens, die Heiligung unseres Lebens. In der Ewigkeit werden wir einmal voll und ganz rein und voll und ganz heilig sein und unseren Platz empfangen, mitten in der Gemeinde der Gerechten und der Auserwählten. Und die dritte Bedeutung, weil jeder Bund, das wissen wir auch aus dem alltäglichen Leben, jede Verbindung, jeder Bund hat zwei Seiten, einerseits eine Verheißung und andererseits eine Verpflichtung. So ruft und verpflichtet uns Gott durch die Taufe auch zu einem neuen Gehorsam. Das heißt, dass wir dem einzig wahren Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist anhängen, dass wir ihm vertrauen in unserem ganzen Leben, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit unserer ganzen Kraft. Das bedeutet, dass wir die Welt verleugnen, wie wir es gerade gehört haben, dass wir unsere alte Natur, unser altes Wesen töten und ein neues, ein gottgefälliges Leben suchen und leben. Wenn wir auch immer wieder fallen in unserer Schwachheit, immer wieder in Sünden fallen, so brauchen wir nicht an der Gnade Gottes zu zweifeln. Auf gar keinen Fall, sondern wenn unseren Sünden liegen bleiben. Die Taufe ist ein Siegel und ein zuverlässiges Zeugnis, dass Gott einen ewigen, unverbrüchlichen Gnadenbund mit uns geschlossen hat. Jetzt ist es so, obwohl unsere Kinder, unsere kleinen Kinder, das alles, was ich gerade erklärt habe, noch überhaupt nicht verstehen, dürfen wir sie trotzdem nicht von der Taufe ausschließen. Denn genauso wie sie ohne ihr Wissen Anteil haben an der Verdammnis Adams, alten Menschen, so werden sie auch zunächst ohne ihr Wissen und Begreifen und Verstehen in Christus aus der Gnade Gottes angenommen als Kinder Gottes. Das, was Gott einst dem Abraham gesagt hat, dem Vater aller Gläubigen, das gilt auch für uns und für unsere Kinder, wo er gesagt hat, ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, um dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und das greift der Apostel Petrus auf, wenn er sagt, euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gott hat im Alten Testament befohlen, dass die Kinder, die unwissenden kleinen Kinder, beschnitten werden, als Zeichen, als Siegel des Bundes, der Gerechtigkeit durch den Glauben. Und Christus selber hat die kleinen Kinder zu sich gerufen, umarmt, hat ihnen die Hände aufgelegt, hat sie gesegnet. Und weil im neuen Bund die Taufe an die Stelle der Beschneidung getreten ist, so sollen auch die kleinen Kinder von gläubigen Eltern als Erben des Reiches, als Mitglieder des Bundes getauft werden. Die Eltern sind verpflichtet dann, ihre Kinder je länger, je mehr verstehen zu lehren, was da passiert ist in ihrer Taufe. Darf ich euch bitten, aufzustehen, hier nach vorne zu kommen? Wir wollen zunächst miteinander beten. Lass uns gemeinsam beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist es, der nach deinem gerechten Urteil die ungläubige und verstockte Welt
trockenen Fußes durch das Meer hindurchgeführt. Und Herr, wir sehen darin die Taufe deutlich angedeutet. Indem wir uns auf deine Barmherzigkeit berufen, bitten wir dich, dass du diese zwei kleinen Kinder in Gnade annimmst und sie durch den Heiligen Geist in deinen Sohn Jesus Christus einfügst, sodass sie in Christi Tod begraben werden und mit ihm zu einem neuen Leben auferstehen. Und dass sie in der Nachfolge Christi jeden Tag ihres Lebens sein Kreuz, ihr Kreuz tragen, in ihrem Herrn und Heiland, im wahren Glauben, in fester Hoffnung und in echter Liebe wandeln. Schenke, dass sie so dieses Leben, das nichts anderes ist als ein fortwährendes Sterben, einmal getröstet verlassen können. Und dass sie am jüngsten Tag vor dem Richterstuhl Christi, deines Sohnes, mit Freimütigkeit erscheinen können. Durch ihn, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist als der eine Gott lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Ich komme zunächst zu den Fragen zu euch als Eltern. Das ist ja ganz wichtig bei der Kindertaufe. Ihr habt gehört, dass die Taufe durch Gott eingesetzt ist, um uns und unseren Kindern seinen Bund zu bezeugen und zu versiegeln. Darum wollen wir das Sakrament zu diesem Zweck auch empfangen, nicht aus Gewohnheit, nicht aus Aberglauben, weil es eben so dazugehört. Um deutlich zu machen, dass ihr so die Taufe begehrt, bitte ich euch, auf die folgenden Fragen aufrichtig zu antworten. Erstens, bekennt ihr, dass unsere Kinder, auch wenn sie in Sünde empfangen und geboren sind, darum angeredet, der Verdammnis unterworfen sind, dass sie doch in Christus geheiligt sind und darum als Kinder seiner Gemeinde getauft werden sollen? Zweitens, bekennt ihr, dass die Lehre des Alten und Neuen Testamentes, wie sie im Bekenntnis dieser christlichen Kirche zusammengefasst und gelehrt wird, die wahre und vollkommene Heilslehre ist, wie ihr es schon bekannt habt? Und drittens, bekennt ihr und nehmt ihr euch vor, dass ihr dieses Kind, diese beiden Kinder, also die Eltern, ihr seid, beim Aufwachsen nach eurem Vermögen in dieser Lehre auch unterweisen werdet und beweisen lasst? Das ist hierauf eure Antwort. Und wir wollen mit einstimmen in das, was wir gerade gehört haben, ein Bekenntnis des Glaubens. Und wir wollen alle gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Auch das ist kein Automatismus, den man einfach so mitspricht, sondern man sollte natürlich nur das bekennen, was man auch wirklich glaubt. Und bekennen unseren Glauben mit dem
apostolischen Glaubensbekenntnis, das auch abgedruckt ist im Faltblatt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gemeinsam unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir antworten alle mit Amen.